Also Vermittlungschancen mit unseren Hunden sind mal so und mal so. Wir haben natürlich Hunde hier, die sehr gefährlich sind. Wir haben auch 8 Hunde hier, wo ich sage, die vermitteln wir nicht, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Aber eigentlich, sage ich mal, wie schon gesagt, gerade bei den Rassehunden, also wenn man Rottweiler kennt, hat man mit einem Rottweiler, wie mit Apollo zum Beispiel, kein Problem, wenn man eine Herdenschutzhunde kennt. Wenn man da ist, die Quote so, alle 2 Monate geht einer, ne, und findet ein neues Zuhause. Teilweise, ne, ziehen die auch als Pärchen aus, das finde ich immer mega. Also wir haben hier Hundefreundschaften, die entstanden sind, die dann tatsächlich auch zusammen vermittelt werden können und zusammen bleiben dürfen. Also grundsätzlich kann man es natürlich nie sagen, aber ich sag mal, so langsam wendet sich das Blatt tatsächlich für die Hunde und es wird wieder besser. Also es war eine Zeit lang, bis zu Corona, hatte man so das Gefühl, die Menschen wollen, sind komplett konfliktscheu und wollen nur noch nette Hunde. Und mittlerweile merkt man aber, dass sie, ne, dass das wieder im Kommen ist, dass Leute auch mal sagen, nee, ich übernehme auch mal so einen.